Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Ark Ragnarok. Heute begrüße ich noch die Sandy, die ist auch dabei, aber die hört er jetzt nicht, weil ich es nachträglich kommentiere. Ich schneide die Videos ja zusammen. Es ist ein Taming-Video, und nachdem wir in der letzten Folge den Dödikurus gezähmt haben mit dem notwendigen Kippel, also mit dem Dilo-Eck-Kippel, zähmen wir heute einen hochrangigen Carnotaurus, und wir haben das Ganze wieder in der Taming-Box. Die habe ich im letzten Video ja schon gesagt, das ist ein leerstehender Stall, noch leerstehend. Den benutzen wir als Taming-Box, da haben wir den Carno reingelockt, da kommt er nicht raus. Und jetzt können wir den, dann kann ich euch hier nämlich einen neuen Tipp geben: Wenn ihr zu zweit seid, kann einer fliegen und euch in die Krallen packen, und dann können wir den hier ganz gemütlich quasi ja betäuben. Weil er kommt jetzt nicht an uns ran. Sandy fliegt den RNG. Und ich versuche mich hier ja mit der Armbrust den Kano. Sie muss ein bisschen in Bewegung bleiben. Wenn sie stehen bleibt, seht ihr gleich. Da meldet sich Sandy gerade. Nee, doch nicht. Eben war es. Gerade schreiben wir über den Pronto nämlich, den wir drin haben. So, ja, wenn sie stehen bleibt, dann verdeckt das Federkleid des Archie meine Sichtweise. Sichtweite. So. Und ja. Dann sehe ich nur schwerlich und treffe dann kaum, sehe der jetzt hier, also, oder treffe den Vogel selbst, ist auch schon passiert, wird auch hier passieren. Also wie gesagt, aber an sich ist das hier recht praktisch und gediegen, weil er kann jetzt wirklich nicht wirklich viel machen, durch Stein kommt er nicht durch. Und der ist Level 77, weiblicher Kano, und da wir das Kippe nicht haben, also wir haben zwar ein Ankilo, aber wir haben keine Ankilo-Eier, und die braucht man für das Kibbel für den Kano. Werden wir den heute auf eine andere Art und Weise zähmen. So, die nächste Lieblingsspeise ist das relativ neue Raw Mutton. Das ist Schafsfleisch, Hammelfleisch. Da haben wir auch keine Gelegenheit, hier ranzukommen von hier aus. Ich weiß, wo es die Schafe gibt, aber hier nicht in unmittelbarer Nähe. Zumindest habe ich noch keinen Spot entdeckt. Und deswegen werden wir es eben mit Brine Meat machen. Und wir nutzen die Gelegenheit, um euch zu zeigen, wie man Karnivoren, also Fleischfresser, mit Prime Meat auch zähmt. Denn das ist halt nochmal die andere Alternative, die nächstbeste nach dem Kibbel und dem Raw Mutton. Die ganze Zeit war es eben zwei. Und da seht ihr auch noch einmal, ich blende euch trotzdem ein, was er für das Kibbel braucht. Hier, das ist ein Kilo-Eck. Mhm. Ja. Also ein Ankilo-Egg, eine Kartoffel, Prime Meat, guckt oder geräuchert, zwei Mecho-Beeren, drei Fasern und einmal Wasser. Einmal zum Nachlesen, es ist ja aufgeploppt. Und ja, das macht das Ganze natürlich einfacher, und er kriegt nochmal mehr Bonus-Level ab. Obwohl mit dem Prime Meat er jetzt auch nicht so viel Bonus-Level verliert, aber das werdet ihr dann im Laufe des Videos sehen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Fast-Forward, bis er liegt, und wir hören uns dann gleich. Da liegt der Gute auch schon, und wie bei jedem Karnivoren gilt natürlich jetzt auch wieder das gleiche Prinzip, oder bei jedem Dinosaurier gilt das gleiche Prinzip. Wir müssen gucken, dass er zu futtern hat, und wir müssen gucken, dass er auch am Schlafen bleibt. So, da wir das Ganze jetzt mit Prime Meat machen, haben wir ein Problem, denn Prime Meat hat eine geringe Haltbarkeit. Im Dino-Inventar viermal mehr als normal, und in diesen Kühlboxen bzw. in der Zündbox, in der Räucherkammer, die ihr auch bauen könnt, weil die Eisbox, die wir hier benutzen, ist nur mit einem Mod drin. Also werdet ihr gleich sehen, die Eisbox, die braucht kein Zündpulver. Ist durch einen Mod drin, durch einen Deko-Mod eigentlich. Und die eignet sich natürlich hervorragend dafür. Dann macht man nämlich das Fleisch, das man sammelt, macht man dort rein. Erst lasst man ihn mal aushungern, damit er gleich mehrere Prime Meats auf einmal frisst. Hier gilt wieder das Prinzip wie beim Dodikurus. Ihr müsst aufpassen, dass sein sein Inventar nicht leer ist, dass er immer was zu fressen hat, wenn er Hunger hat. Sonst verliert er seinen Zähmfortschritt, wenn er einmal angefangen hat, ihn zu zähmen. Also zu füttern. Und deswegen ist das Ganze jetzt ein bisschen komplex. Wir fliegen hier raus. Hier steht nämlich noch eine Eisbox. Und da haben wir das Ding. Das ist es. Es ist eine Räucherkammer mit etwas, es macht glaube ich noch ein bisschen haltbarer als die Räucherkammer und braucht eben kein Zündpulver. Das ist ein einmaliges Herstellen, ist natürlich toll. Mit der Mod habt ihr gesehen, könnt ihr das Zeug auch wieder aufnehmen und mit euch rumtragen und so weiter. Und jetzt geht es natürlich für uns, Prime Meat zu suchen. Dazu gibt es Prontos, Hyänen, Stegos, Rex,
Archies selbst auch. Und ja, also hier haben wir eigentlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Prime Meat herzubekommen. Wie gesagt, für euch gibt auch Raw Mutton, die Möglichkeit habt ihr auch. Wir machen das jetzt hier über diesen Kram hier. Raw Mutton ist halt besser, geht es nochmal schneller. Aber an sich ist es das gleiche Prinzip, hat auch eine geringe Haltbarkeit. Ihr müsst gucken, dass es nicht haltbar ist. So, fassen wir nochmal zusammen. Wir müssen gucken, dass der Dino am Schlafen bleibt. Wir müssen für Nahrung sorgen. Dazu beobachtet man auch am besten den Intervall, wann der Dino hungrig wird oder wann er frisst. Und dementsprechend könnt ihr einen in eurem Team, wenn er mit mehreren Leuten spielt, könnt ihr abstellen und ihm quasi immer aus der Räucherkammer nur das Essen geben, wenn er kurz vorm Fressen ist. Also wenn er sagt, okay, dass die Nahrung, seine Nahrung muss um 50 Einheiten fallen, bis er frisst, dann geht er hin und macht, wenn er 40 Einheiten verloren hat, holt er schnell das Filet raus und steckt es in sein Inventar. Dadurch büßt er nicht so viel Haltbarkeit des Fleisches ein und habt länger an dem Vorrat, den ihr euch erfarmt habt. Wenn ihr es mit dem Dino sammelt, dann habt ihr es direkt im Dino-Inventar, was es auch wieder viermal haltbarer macht und dadurch verliert es auch wieder weniger Zeit, bevor es vergammelt. Was ist es? Ich kann vorweg sagen, der Kano hier mit Level 77 hat mit Prime Meat circa 1 Stunde 20 gedauert zu zähmen. Und er hat 3% Fortschritt, 3,5%, 3 bis 3,5% Fortschritt pro Filet bekommen. Das heißt, ihr braucht, sagen wir jetzt einfach mal 33, ne? Circa 32 rohes Filet für den. Rohes Filet ist im eigenen Inventar nicht wirklich lange haltbar. Hier drin ist es schon richtig haltbar und deswegen parken wir das Ding hier hin. Ihr seht das, ein paar 50 Minuten. Aber sobald wir es wieder rausholen, geht es ja wieder zurück, ne? Jetzt sammeln wir erst ein bisschen rohes Filet, lassen das in der Räucherkammer liegen, lassen den aushungern, bevor wir ihn das erste Mal füttern. Wie gesagt, und dann müssen wir eben gucken, dass er immer was zu fressen hat, wenn wir ihn füttern. Und am besten Prime Meat, um natürlich maximale Level rauszubekommen. Natürlich im besten Fall Kibbles und dann habt ihr auch wenig Stress, weil Kibbles vergammelt nicht so schnell. Dann müsst ihr schon 3 Tage offline, da ist er schon 8-mal aufgestanden oder so. Ach, 3 Tage reicht gar nicht, ich glaube 15 oder so. Keine Ahnung. Also echte Tage, ne? Also mit Kibble habt ihr kein Problem, aber mit Prime Meat ist das Ganze ein bisschen stressig. Schön ist es, wenn man eben zu zweit ist, da kann einer dort stehen bleiben und kann denen dann immer wieder das Fleisch einfüttern. Jetzt sammeln wir erstmal zusammen hier das Prime Meat, dass wir einen gewissen Vorrat haben. Später bleibt einer beim Kanu stehen und füttert ihn dann immer genau im richtigen Moment und überwacht natürlich auch seinen Schlafstatus. Das ist ja klar, ne? Und alleine geht es natürlich auch. Da müsst ihr eben gucken, sage ich jetzt mal so, die Tipps, wie ihr es alleine macht, wie ich es alleine gemacht habe. Beim Alu habe ich es zum Beispiel alleine gemacht. Da müsst ihr gucken, okay, mein Prime Meat ist in seinem Inventar 6 Minuten haltbar. Der frisst alle 2 Minuten. Das heißt, ich kann ihm 3 Prime Meat reinmachen und habe 8 Minuten Zeit, weiteres Prime Meat zu sammeln quasi, oder sagen wir 7 Minuten, um einfach noch ein bisschen Spielraum zu haben, ne, dass es nicht alles zu knapp wird. Und so könnt ihr euch dann immer wieder 7 Minuten verarbeiten. So habe ich es nämlich beim Alu wirklich gemacht. Ich habe gemerkt, okay, der Alu braucht 2 Minuten, bis er frisst. Dann habe ich ihm genau nach 2 Minuten, habe ich ihm 3 Prime Meat reingemacht. Das war alles über 6 Minuten haltbar. Und ja, ne, hab mir nochmal Spielraum verschafft, für weiteres Prime zu farmen. Ist natürlich ein bisschen stressiger, ist zu zweit weitaus lockerer. Und vor allem, wenn man dann die Dinos noch hat, den Archie, den hatten wir hier noch nicht, zu dem Zeitpunkt, als ich den Alu gezähmt habe. Das war schon heftig. Das hier war eigentlich relativ locker. Obwohl der Archie, der frisst, ihr werdet noch sehen, ich werde später noch das Video einfach laufen lassen und ein bisschen Bilder wieder mit Hintergrundmusik und so. Und da werdet ihr sehen, dass der Agi schon ziemlich powerful ist. Aber das Problem ist auch er kann nicht gefahrlos hier rumflattern. Es sind hier auch andere Predator unterwegs. Und ja, aber mit dem ist es schon Luxus. Also, so muss man echt so sagen. So, und ich denke, das lassen wir jetzt einfach mal. Und ihr wisst jetzt Bescheid über das Kibbel, das er eigentlich benötigt, mit dem er es gut macht. Ihr wisst jetzt, wie das geht mit dem Prime.
Und jetzt lassen wir einfach mal die Bilder für sich sprechen. Ich mache Fast Forward mit Hintergrundmucke und ja, werde dann später, wenn wir den Kanu haben, werde ich schon mal ein bisschen auf seine Vorzüge eingehen und warum und was er so kann und so weiter und so fort. Und werde noch ein bisschen was dazu sagen, was mal wichtig erscheint. Vielleicht fällt mir noch was ein im Video. Eigentlich habe ich die wichtigsten Informationen, habe ich euch jetzt gegeben, wie man mit Prime Meat Dinos farmt. Hier seht ihr noch so einen kleine Sache, die ich gedacht habe. Hier war ein ganzes Alu-Rudel mit dem Alpha Boost, Boosted Alu. Ja. Und die habe ich auf den Pronto gelockt, weil ich weiß, so gut, der Pronto macht denen jetzt ein bisschen Damage. Vielleicht helfen die mir sogar dabei, den Pronto zu töten. Und ich kann die dann alle looten. Tja, na, das sind immer so Sachen, die man macht. Karnivoren greifen eben gerne die Pflanzenfresser an, die rundherum sind. Und da kann man eben solche Sachen, kann man sich dann auch mal zunutze machen. Ist schon zum Teil sinnvoll, auch bei Rexen. Rexen auf Prontos pullen und dann den Rex angreifen. Wir müssen nur aufpassen, der Bronto trifft euch dann eben auch, na, wenn der sich verteidigt, solange der sich verteidigt. Aber ihr seht hier, drei rohes Filet aus dem Bronto. Habe ich denen quasi die Beute geklaut, so gesehen. Aber ich habe sie auch selber darauf aufmerksam gemacht. So, dann lassen wir die Bilder mal sprechen. Ich hoffe, ich konnte euch soweit schon helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Und alles andere besprechen wir gleich noch. Also sag schon mal vielen Dank. Und viel Spaß mit den Bildern von dieser Kanuszucht. Ja, und hier an dieser Stelle seht ihr das nochmal ganz genau.
Ihr seht, der Nahrungswert ist jetzt bei 3.967 von 4.000 und bei 3.950 hat er gefressen. Das haben wir vorher natürlich beobachtet und herausgefunden und dann wahrgenommen, dass das so ist. Und deswegen reicht es eigentlich, wenn er jetzt vor 60, also hier irgendwann in diesem Dreh, langsam dran denkt, ein Filet reinzulegen. Dann könnte das nämlich möglichst lange in dieser Räucherkammer bzw. Eisbox aufbewahren, damit es wenig Haltbarkeit habt und ihr im Endeffekt mehr rausnimmt. So, jetzt ist es weg, jetzt müssen wir schnell machen. Da war eins, das war jetzt sowieso nicht mehr lange haltbar. Deswegen holen wir jetzt ein anderes, machen das noch schnell rein. Ja. Und jetzt sollte der jeden Moment fressen. Und dann sehen wir das jetzt hier. Ja, zack, jetzt hat das gefuttert. Und ihr seht, die Nahrung steigt direkt wieder auf 4000. Und jetzt können wir nochmal das ganze Prozedere warten. Und hier könnt ihr die Zeitspanne feststellen, wie lange es dauert, von 4000 auf den Zeitpunkt, wo er da frisst, ne? Und ihr seht auch, er kriegt recht viele Bonuslevel. Also so viel büßt man gar nicht ein durchs Prime Meat. Also es ist auf jeden Fall akzeptabel. Ja, gerade wenn man nichts anderes hat. Und da kann man sich trotzdem einen starken Dino mit vielen Bonuslevel tamen. Und da habt ihr hier, momentan steht plus 36 Bonuslevel. Ich bin mir nicht sicher, 35 hat er bekommen, glaube ich. Oder hat er sogar 36 bekommen, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Aber worauf ihr natürlich auch aufpassen müsst, dass niemand den Dino angreift. Also kein anderer Dino oder ein Mensch oder ihr selber mit einem Rex zum Beispiel drüber trampelt oder so. Das macht nämlich Schaden. Und dann büßt er enorm viele Level ein, Bonuslevel. Okay, so, ich mache hier noch nebenbei Fasern, denn Sandy wollte jetzt noch ein bisschen bauen nebenbei. Und ja, das cutten wir jetzt mal. Und würde sagen, wir sehen uns dann wieder oder hören uns wieder, wenn es soweit ist und der Kano aufsteht. Bis dahin lasse ich euch noch mit ein paar tollen Bildern alleine. Till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Until you find your way back home. Find your way back home. Find your way back home.
find your way back home. So, liebe Freunde, die letzten zwei Prime Meats sind drin. In der Zeit gehe ich jetzt hier ein bisschen Metall farmen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er Habba-Habba macht. Und dann haben wir den Kano gebändigt. Wir haben ein 77er Kano-Weibchen gezähmt. Mit der... überaus tollen... Entschuldigung, jetzt ist es durchgekommen. Mit der überaus tollen Hilfe der lieben Sandy hier an dieser Stelle. Liebe Grüße. Das Ganze könnt ihr auch auf ihrem Channel sehen. Und ja. Aber auch aus meiner Sicht, denn ich lade es auch bei ihr hoch. Und jo. Na, jetzt hier warten wir. Da warten wir und warten wir bei 99%. Nee, noch nicht. Ich glaube, wenn er jetzt ein, ja, jetzt hat er gefressen. Jetzt fehlt nur noch das eine. Das ist auch lang genug haltbar. 99% hat er noch. Betäubung gibt man ihm auch immer so. Also ich gucke jetzt auch mittlerweile, dass ich nicht so viel Betäubung in die reinbrate und verbrettere, sondern immer nur wirklich, wenn sie recht tief sind. Denn das macht ein klein wenig auch, glaube ich, aus dem Bonuslevel. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Denn letztens habe ich ein bisschen mehr reingemacht. Das hat überhaupt nichts verändert. Oh, Sandy geht jetzt schon mal das übrige Prime braten, damit das länger haltbar ist und damit wir das noch nutzen können. Das können wir auch noch räuchern mit Öl. Und ja, noch einmal futtern, einmal noch warten. Ihr seht, 32 Bonuslevel. Okay, 32 ist es. Also hat doch ein paar Einbußen gemacht. 83% Effektivität. Prime Meat ist eben, ja, wie gesagt, nur das drittliebste Futter von ihm. Und aber 32 Level ist auch okay. Beim Level 77er haben wir einen 109er danach. Das ist auch ganz manierlich. Also da kann man sich nicht beschweren. So, da wollte ich mal gucken, ob man den heben kann. Geht nicht. Also nicht mit einem Antavis. Habe ich die Seite noch auf? Ja, nee, habe ich nicht mehr. Scheiße. Hätte ich euch gerne sagen. Ich glaube, Vivan, Tutosoi, Tododo, also der Oktopus da im Wasser, der kann den tragen. Quetzal. Und was sind Wifern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, von drei Geräten konnte er getragen werden. Ja. Okay. Ansonsten ist das Ding sehr schnell. Macht verhältnismäßig jetzt weitaus weniger Damage wie ein Vex. Allerdings macht unser Kano hier mehr Damage als der Alu, den wir haben. Und gerade Alus kriegen ja die Boni durch die Gruppe eigentlich. Aber der Kano kann man ja auch, wenn man jetzt noch einen Menschen hat, einen Menschen, ein Weibchen, das ist ja so im Spiel, weiß nicht, ob ihr das wisst, sage ich jetzt an dieser Stelle auch mal noch, bei Pflanzenfressern und bei Fleischfressern, wenn ihr Menschen und Weibchen habt, kriegen die einen Male Boost und haben mehr Resistenz, mehr Gesundheit und mehr Damage, solange sie in näherer Umgebung voneinander natürlich sind. Ja, noch einmal futtern, gleich ist es soweit. Und ansonsten ist der Kano eben schnell. Sollte vielleicht auf Ausdauer ein bisschen skillen, damit er eben lange schnell rennen kann, damit er auch aus etwaigen Gefahren rauskommt. Also 108 wurden 31 Bonuslevel, okay. Und da steht das Ding. Yay, wir haben ein Kano gezähmt, jetzt reiten wir noch kurz aus. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Solltet ihr noch Fragen haben, ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und auch liebe Grüße von der lieben Sandy. Da steht unser Kano. Yeah! Bis dahin aus Ragnarok.
see.